Also wir sind ein bisschen durch Hannover gefahren, danach in den Funpark. Und weißt du, was das Geilste war? Ausgestiegen, wie die krassen Billionaires sind nicht reingekommen. Also nicht alle. Ich bin reingekommen, aber ein Teil der Gruppe nicht. Weil wir zu wenig, Ladies dabei hatten. Hey, habt ihr noch Ladies dabei? Nee, richtige Salami-Party ausgestiegen. Ey. Also ich würde auf jeden Fall... Ey, und wieder vom Punkt verkackt. Warum? Warum verkacke ich den dritten Sprung? Das ergibt gar keinen Sinn. Ey, sag mal, sollte die Noob-Trüre nicht nur für mich sein? Wie sollt ihr nach rechts gehen? Nee, du bist ja der Pro. Du gewinnst ja wieder Runde. Okay, dann geh ich nochmal auf die Runde. Du musst eigentlich der Pro sein, oder nicht? Ja, ich mach. Get up, down, the bass is down. Meine Tata, geil, dass du heute wieder einschaltest. Heute wird es wieder trollig, lustig und ein bisschen salzig. Gemeinsam mit Nugi, Deko und Aris. Einen wunderschönen. Herzlich willkommen! Leute! Hasta la bon, Reis, Muchachos und. Salziger Wind aus Richtung Nord-Nord-Möw. Hallöchen, auf geht's. Heute Limousin-Parkour, Leute, würde ich sagen, da können wir direkt mal mit den Storys anfangen, oder? Erstmal Frage an jeden, wie geht's euch heute? Geht's euch gut? Habt ihr schon mal Party-Limousine gehabt? Erste Frage. Ja, hallo, ich wollte euch erstmal so fragen, so langsam ins Thema reinkommen, so, weißt du? So, geht's euch gut? Hat ihr heute gut gekackt? So, habt ihr einen Kuss des Poseidons gehabt? Wir haben ja super viel Feedback bekommen bezüglich der Toilette, dass wir wirklich recht hatten. Ey! Mit dem ärztlichen Stuhlgang, ja. Hatten wir? Das ist eine Arzttoilette, also. Aha. Ja. Eher für ältere Leute, ja. Ja. Mhm. Heute übrigens ohne GTA-Modus. So ab 50 sollte man seine Toilette umrüsten zu so einem Teil, oder wie? Also wenn du deinen Stuhl überprüfen möchtest, dann ja. Was denn für ein Teil? Willst du auch mal wissen? Ja, diese halbe Treppe auf Toilette, weißt du, so ein Flachspüler. Ich glaube, das ist der Begriff. Digga, Digga. Ich dachte immer, das Digga. Deko, warte. Ey. Warte. Ey, Marvin, komm schon. So, ey, vor zwei Tagen warst du richtig asozial. Da muss ich jetzt mal ein bisschen was zurückgeben, ja? Ich will auch runterstoßen. Oh, Leute, ist er unten? Richtig Disrespect. Ich hab nicht mal den Punkt eingesammelt, oder? Scheiße. Das wäre ja witzig. Ja, doch, hab ich. Zum Glück, ey. Wir sehen uns dann im Ziel. Ja, ich glaube, Deko ist eher hier, ja. Das kann man wohl sagen. LOL? Hä? Muss man das rückwärts machen? Hä? Wie willst du das rückwärts machen? Das geht ja gar nicht. Ja, trotzdem war ich vor zwei Tagen nicht so assi wie Nagi, ey. Hä? Ich war doch gar nicht dabei. Also beide haben immer mal wieder so ihre Momente, muss man sagen. Ach. Oh, guck mal, Marvin. So, ey, das kann doch nicht wahr sein. Easy weasy, ne? Wir sind richtige Pro-mäßig. Nein. Doch. Nein! Warum? Warum wäre eine perfekte Bremse gewesen? Oh. Und die gleiche Scheiße nochmal. Alter, oh, ja. Nugi, ey. Was hast du heute geraucht, ey? Hast du heute meine Arsch geraucht? Genau so versuche ich das auch wie Nugi, aber bei mir hält er nicht. Ja, du musst Leertaste gedrückt halten. Oh, kannst du mir... Hallo, ich hab's wirklich. Digga, Nugi hat einfach mein Glück, ey. Ich hab's auch wieder verkackt, ey. Aris, komm her, du Lappen. Ja. Aris, wo bist du, Lappen? Ich hol mir jetzt den Punkt. Wir sehen uns dann im Ziel. Ja, wo fährt der hin, Alter? Ey, come on. Lol, aber ja. Lol, das Thema, ist doch voll gerade gefahren. Das Thema Toilettenspülung haben wir jetzt durch. Habt ihr schon mal Party oder habt ihr allgemein schon mal Kontakt mit so einer Limousine gehabt? Habt ihr schon mal eine gesehen? Das ist vielleicht die erste Frage. Gesehen, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, locker. Gesehen, ja, aber nie selber drin gefahren. Also ich sitze gerade auch in einer drin. Oh, ja, aller Exhibit, ich glaube, da kann sowas mal vorkommen, ne? Ey, Digga! Also ich habe sowas bis jetzt auch immer nur gesehen, ich habe noch nie drin gesessen, aber ich muss sagen, es reizt mich auch nicht sonderlich. Ja, gerade wenn du die Who-Girls hier irgendwie in der City hast, die da so einen Junggesellenabschied drin feiern oder so, ne? Woo! Das wird dann ja auch wieder irgendwann ein bisschen lächerlich. Shake your titties, woo! Also Deko war noch nicht in der Limousine drin. Wie schaut's bei euch aus? Wart ihr schon mal Teil? Nee, ich war noch nicht in einer. Also gesehen, drin. Ja, von innen drin, aber ich saß noch nie drin. Okay, Muchachos, wie sieht's bei euch aus? Wart ihr schon mal in einer Limousine? Ey, hör auf! Ey, du bist so mies, ey. Du bist so ja! Ein Dicker, Alter. Also wir in Hannover haben auf jeden Fall zwei Dienstleister. Einmal so eine Limousine, die wir gerade hier fahren. Ja, Karma.
Und einmal eine Hammerlimousine, wie sie, glaube ich, Arnie hat. Arnie hat, glaube ich, auch so eine Limousine, ist schon also, hammermäßig. Oh, scheiße, Digga. Ja, aber ich bin wirklich schon mal mit einer Limousine gefahren. Es ist so ein typisches Geschenk eigentlich, was man bekommt, wenn man 18 Jahre alt ist. Da hatten wir eine Limousine und sind vor so einem Club vorgefahren. Ausgestiegen. Also ich kenne niemanden, der seinen 18. Geburtstag eine Limousine gefeiert hat, Monsieur. Hey, das ist auch super günstig, Alter. Kann so ein bisschen so wannabe-mäßig unterwegs sein. Und das Geilste, die dicken Scheine und drin nur eine Cola trinken. Ach, damals hat das so, boah, ist schon ein Arschlang her, Digga. Ne? Ist schon, haben mein halbes Leben schon wieder vorbeigegangen seitdem. Hi there, Deko, aber lass das mal nicht mehr als 100 Euro kosten. Ich rutsch immer denn durch. Ein paar Stunden, dann legst du das alles zusammen, da sind keine Ahnung, 10 Leute drin, ist das wie ein Zehner, weißt du? Dann geht das echt fett. Und dann auch noch zusätzlich, da drin gibt es zwar so einen Kühlschrank. Hä? Ja. Aber an den darfst du nicht ran, oder? Achso, der Deko will gerade nachschauen. Aber genau, dann gibt es da drin so einen Kühlschrank. Und wenn du da noch Sekt oder keine Ahnung was trinkst, dann kostet das Geld. Wir hatten überall im Hotel oder so. Genau, ja, aber wir hatten eben die eigene Büsche dabei. Und die Jaffe da rein? Hä, die hatten wir einfach in unseren Taschen, ne? Also wir haben da nichts getrunken, wir haben alles, ja, ne, wie beim Kino, weißt du, einfach die Taschen voll machen vorher. Was ist denn los? Okay, Deko schaut nach, wie viel das kostet. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab's. Ich finde hier bis jetzt nur so seriöse Limousinen-Services. Ja, genau sowas. Du sollst da keine Swinger-Party drin schmeißen. Was ist das denn hier? Oh mein Gott. Die haben hier ein Bild mit irgendeinem Dschungel-Kandidaten. Und was kostet der Scheiß? Limous Hannover gibt's sogar zum Beispiel, ne? Limous Hannover. Ich hab jetzt hier gerade irgendwie Limo Service 1A oder so. Es gibt sogar einen Gutschein. Angebote. 100 Euro, 150 Euro, also. Ist hier steht sogar für Geburtstage, Schulabschluss, Filmfeiern, 5 Digga. 5 Stunden Partyfahrt in Hannover mit einer super Stretch-Limousine. 599 Euro. Ja, aber auch 5 Stunden. Also wir sind ein bisschen durch Hannover gefahren, danach in den Funpark. Und weißt du, was das Geilste war? Ausgestiegen, wie die krassen Billionaires sind nicht reingekommen. Also nicht alle. Ich bin reingekommen, aber ein Teil der Gruppe nicht. Weil wir zu wenig Ladies dabei hatten. Ey, habt ihr noch Ladies dabei? Nee, richtige Salami-Party ausgestiegen, ey. Richtig geil, ey. Hier kommt ihr nicht rein, geil, ey. Traurig. Ja, schon echt traurig. Ja, aber das ist meine Erfahrung mit Limousinen. Aber auch wenn ich die in der Stadt so rumdüsen sehe, ist meine Erfahrung so, ne, einfach da drin zu chillen, bisschen zu saufen, geile Musik zu hören, aber es ist schon ein bisschen cringy, muss man schon dazu sagen. Wie schafft ihr das eigentlich? Also ich finde das brutal schwer hier. Ja, also der Anfang geht gut, aber nachher geht's. Obwohl, wenn man langsam fährt und so wirklich kontrolliert fährt, dann geht's, ey. Boah, Deko, wir haben's geschafft, Junge! Ey, du hast mich fast gefickt, du mieser Bastard, ey! Ich wollte es einfach probieren, ne? Ey, nein! Am Punkt vorbei. Hä? Angst, du bist immer noch nicht hier? Ja, ich hab gerade am Container Deko, verkackt. Oh mein Gott. Digga, hast du irgendwie Pferdearsch auch heute? Achso, der Container. Nee. Vielleicht ein bisschen wenig gepennt vor der Aufnahme. Ja, Junge, wir müssen das hier zweimal machen. Alter, das ist wirklich schon böse. Also, ja, Ares, wenn du da jetzt schon Probleme hast, ne, jetzt wird's lustig hier beim nächsten Punkt. Ares, dann hast du wirklich Geburtstag, ja. Ich hoffe, ich habe keinen Fake-Punkt. Lol, der zweite war echt einfach. Aber hättet ihr da mal Bock drauf? Ich bin runtergefallen. Ihr habt jetzt Geburtstag. Auch in eurem Alter jetzt. Also, hey. Wir sprechen jetzt die neueste Ü30 Zielgruppe an. Auch du, Nagi, ja? Ich bin 21. Hallo. Ja, gerade du, ey. Ü30 spürst du nicht, ne? Sogar 34. Genau. Aber er sieht aus wie Ed Sheerans Urgroßvater, Alter. Oh, schön. Nugi ist ja schon wieder. Wo bist du denn hin, Nugi? Ich bin hier, ich bin runtergerupst. Gerupst, Digga. Aber würdet ihr euch freuen? Euch gibt jetzt ein guter Freund, gibt euch einen Gutschein aus, 100 Euro oder 150, was die Scheiße auch kostet, für eine Stunde durch Hannover fahren. Würdet ihr euch freuen? Ja, ich locker. Hätte Bock drauf. Ich glaube, ich würde es auf jeden Fall mitmachen. Doch, ich würde es mitmachen. Definitiv. Also könntest du schon machen, Marvin. Wieso? Also, es ist schon ein bisschen cringy, ne? Also man muss es mal gemacht haben, aber eigentlich ist es jetzt nicht sowas Heftiges, was man gemacht haben muss, aber es ist schon lustig irgendwie. Wenn du mit richtigen Leuten unterwegs bist und dann da drin einfach dich richtig asozial benimmst. Wenn du mit richtigen Leuten unterwegs bist, ist alles lustig. Ja. Dann kannst du auch, keine Ahnung, kannst dir so einen alten VW Käfer holen und Attacke machen. Okay, es geht wirklich so, lol. Ares, bist du jetzt langsam hier? Ich bin immer noch bei diesem komischen Rutsch-Scheiß hier, ne? Ja, ich bin da auch. Danach kommt noch mehr Rutsche, ey. Das ist schon ein bisschen wild. Es wird auch rutschiger, ja. Nein, es wird nicht noch rutschiger. Oh, doch.
Nein, wird wirklich rutschiger. Es wird. Eigentlich wird es erst richtig rutschig. Oh, okay, den Scheiß habe ich. Aber danach wird es nicht rutschiger, oder? Eis, Alter. Ja, okay, jetzt wird es wirklich, also jetzt wird's wirklich rutschiger. Oh, oh. Nein. Ey, nein, vom Punkt verkackt. Ja, ist mir auch ein paar Mal passiert. Ja, Alter, man rutscht ja richtig heftig lang. Apropos rutschen, und die Story habe ich auch schon tausendmal erzählt, ne? Aber mit 4 war ich ein richtig heftiger Eiskunstläufer. Oh, echt? Bin mit meiner Ma so immer bei unseren Seen, die wir hier so in Hannover haben. Das hab ich noch nie gehört, ey. Nicht? Okay. Auf jeden Fall bin ich immer auf Seen rumgecruised mit meinen Schlittschuhen. Mit seinen Arschspacken. Oh, und da war ich wirklich sehr, sehr, sehr jung. Da habe ich noch nicht mehr im Fußballverein gespielt. Und da, also da war ich bestimmt 4 oder 5 oder so. Oh, fuck. Da wurde ich eiskalt von einem Scouter entdeckt. Weiß ich, das sind nicht die Hannover Scorpions oder Indians oder keine Ahnung, wie die heißen. Nein, ich drück zu viel. Auf jeden Fall wurde ich da gefragt, Alter, ihr Sohn, er kann ja mit seinem Alter, er kann richtig heftig Schlittschuh fahren. Richtig geiler Typ. Und da habe ich aber gesagt, so, ja, Dankeschön, vielen Dank für die Ehre, der Herr. Ja. Aber, Digga, Schlittschuhlaufen, da habe ich lieber Fußball gespielt. Das ist schon ein bisschen geil. Finally. Ja, oder nicht? Ja, also ich hatte mehr Bock, Fußball zu spielen, ja, aber damals wurde ich eiskalt in frühen Jahren schon vom Scout angelabert, ne? Was los, Alter? Ja, ich auch. Beim Schlittschuhfahren schon, ja. Weißt du mal, dieser bei uns auf dem Dorf konnte man früher immer auf den zugefrorenen Seen Schlittschuh laufen. Genau, das haben wir bei uns auch gemacht. Würde ich jetzt nicht mehr machen, weil der Winter nicht mehr ganz so krass ist. Oh fuck. Wie asozial das jetzt ist, ey. Was ist das denn da? Ist doch nur eine Windmühle. Oh! auch, ne? auf dem Land in so riesigen Pfützen auf Feldern. Wenn die im Winter zugefroren sind, die Pfützen, dann könntest du doch auch Schlittschuh fahren. Nein! Ja. Oh fuck. Das ist teilweise mit 30 Mann drauf gewesen, also riesig waren die Pfützen. Digga, also bei uns damals noch, ja, damals. Aber, oh fuck. Alter, das war ziemlich close. Das war sehr close. Wir haben ja den Marschsee hier in Hannover. Und bevor der freigegeben wurde, hat VW da erstmal ein Auto drüber gejagt. Schauen, ob das Eis dick genug ist. Digga, heutzutage, Brudi. Ja! Hey! Yeah! Danke dir! Ja, der muss aber auch so 13. Heutzutage ist das, glaube ich, nicht mehr so der Fall. Also heute bin ich froh, wenn irgendwie ein Kleinkind darüber, so ein Vogel darüber laufen kann. Weil ich glaube, krasser vereisen tut der Scheiß nicht, oder? Nee, es ist sehr, sehr selten, ne? Und das Eis muss ja, glaube ich, 13 bis 15 Zentimeter dick sein, irgendwie so. Digga, was kommt da eigentlich? Ich schaff's jetzt gerade zum ersten Mal. Was ist da, Leute? Windräder. Oh nein. Da sind 4 Windräder. Nein, oh. Aber die kann man relativ easy ausweichen. Jetzt weiß ich, was ihr meint. Ich bin jetzt also hier auf dieser. Ich bin das Teil 3. Oh, 3 oder 4 Mal gefahren. Ich bin nicht in ein einziges Windrad reingefahren. Ich bin hier auf dieser Eispiste. Weil du weit springen musst. Du musst weit springen und. Ey, lass das doch einfach. Ey, du bist so mies. Ey, oh, fuck, selber du hast einen Punkt, Alter. Selber schuld. Ey, Digga, ich tryhard jetzt da vorne einfach, ey. Hallo. Mein tryhard einfach. Was denn? Was ja, denn? Damit endlich mal Nugi nicht gewinnt. Hallo, hören Sie bitte auf. Ach, es ist immer noch da hinten irgendwo. Warte mal, du bist jetzt bei der Eispiste. Auf der Eispiste. Mein Auto hier. First Try, Brudi, wo ist dein Problem? Hab ich First Try gemacht. Die Eispiste habe ich auch noch nicht verkackt. Ja, Eispiste ist wirklich First Try. Aber nein, jetzt hier die Limousine mit den Windrädern. Noch ein Teleporter! Okay, der erste war links, der andere war wieder rechts. Und abbremsen. Oh mein Gott, Digga, aber großartig abbremsen kann man nicht. Nee, einfach durch die Mitte. Ja, wenn du Pech hast. Nicht, Junge. Ey. Okay, da bin ich aber scheiße gefahren. Ey. Ich bin komplett straight einfach durch die Mitte gefahren da. Ja, dann hast du Glück, dass sich die Windräder da nicht weggeholzt haben. Ja, Digga, die bewegen sich so mies langsam, die Scheißdinger. Nee, das eine bewegt sich ganz schön schnell. Okay. Ich mach's nochmal, ja? Let's go. Lol, der Speed reicht doch niemals. Doch, ich bin bei meinem letzten Try bin ich fast drüber geflogen. Juch. Ey, du musst halt wirklich speeden. Darfst auch nicht die Führung mitnehmen. Digga, ich fahr einfach straight YOLO Mitte, ne? Wurde auch wieder weggeballert. Ich bin gar nicht auf die Streets gekommen. Ich weiß nicht. Ja, der Speed ist manchmal sehr random. Waren bei mir die ersten 2-3 Tries auch nicht. Oh. Das war Boah, Digga, da hatte ich neulich auch so eine Map. Komm. Oder? Ja, muss man aufpassen. Oh, Windrad. Ah, nee, ich weiß von Stark. Ich hab den ersten Speed nicht mitgenommen. Na, okay. Eddie. Oh ja. Oh, Nugi! Komm bitte jetzt einmal! Ah! Oh! Hä, ist genau gleich hier! Oh! Ich bin. Nein! Ich war drauf! Ich war am Wallride, war ich drauf! Oh, komm! Oh! Das
war schon eine Meisterleistung. Oh ja, oh, das war easy. Komm, wir schaffen das, sieh zu. Dann habe ich zu wenig Speed. Easy first try, Leute. Easy first try. Dass du Deko, wollen wir uns selbst mit dem Limousinen-Service? Wir kaufen uns einfach eine Limousine also und du chauffeurst die ganze Zeit rum. Wenn man sehen kann, bin ich ein profimäßiger Fahrer, ja. Alter, Ares hat es first try geschafft, der kleine Lacker, ey. Ah. Was für Lacker? Hä? Wie viel Selbstvertrauen er das sagt, ey. Wo hast du das denn geübt? Also den ganzen Abend. Was für ein Lacker? Ja. Was für ein Lacker? Was für ein Lacker? Was für ein Lacker? Du musst was krasser sagen. Was für ein Lacker? Ich kann mir das richtig gut vorstellen, Alter. Ja, ich stehe auch jeden Abend vorm Spiegel über das. Halt. Also damals, kann heute ich, gewinne ich, heute gewinne das kenne ich heute zum Beispiel gewinne, noch von Mike. Ihr kennt doch die Fotos, die man im Club immer macht, ne? So, ja. So vorher posieren, so wie man im Club dann Fotos macht, so, ne? Ja. Geht ja schon in die gleiche Kerbe, oder? So eine Art, ja. Oh geil, ich bin drauf. Hallo! Bist du Noob oder Pro? Oh Junge. Es geht, also es. Ich habe beide Tubes schon versucht, es ist komplett gleich, würde ich sagen. Okay. Ich hab's noch nicht weiter geschafft. Ja, kurz vorm Ziel werde ich eingeholt. Wie immer. Also ich würde auf jeden Fall... Ey, und wieder vorm Punkt verkackt, warum? Warum verkacke ich den dritten Sprung? Das ergibt gar keinen Sinn. Nee, das wissen wir auch nicht. Aber es ist leider nur mal so. Sprünge fand ich aber auch diese mit dieser halben Rampe, ne? Ja, genau die. Fand ich auch richtig random. Also die Dings-Tube-Sprünge fand ich geil. Ach Junge. Ja, First Try nicht gekommen bist du. Ja. Du bist da wirklich First Try durchgeeaset? Ja. Ich glaube, First Try war es nicht, aber Second Try oder so. Aber also Deko, warum gehst du die Noob-Scheiße wieder? Deko, ey! Deko! Hä? Warum fährst du Noob rein? Komm, lass Pro reinfahren. Es ist komplett egal, welche Tube du reinfährst. Ja. Und dann nimmst du die Noob-Tube, wenn es egal ist? Ey, wenn du hier vorstehst, siehst du nicht, was drüber steht. Das egal, okay. Ja, lass gemeinsam hier die Pro-Tube machen. Wie geht denn der Scheiß eigentlich? Wieder so... Ja, du musst dich halt irgendwie so nach oben ausrichten, ne? Oh. Aber, also, das Verhältnis ist die ganze Zeit... Was heißt das Verhältnis? Das Verhalten? Die ganze Zeit komplett gleich. Digga, so, der kommt da nicht ran. Vom Runter des Todes. Ich weiß nicht genau, warum. Okay. Das wird ja nochmal sehr, sehr interessant, hallo. Ich hab schon überlegt, ob irgendwo das ein Troll ist und irgendwo ein unsichtbarer Weg darüber fährt, aber... Also unten ist doch so ein kleines Loch hier. Kann man da durch? Hallo? Ja, das wäre dann schon ziemlich Noob. Hallo? Ich hab's aber auch schon getestet, kann man nicht. Ah, du kleiner Schlawiner. Okay, ja, einfach testen, ne? Ich mach hier schon echt das Maximale, Alter. Ich schrabbe so ganz knapp unter dem Dach lang, aber komm da nicht rüber. Ja, Dito. Ja, dann nehmen wir lieber die Noob-Tube, oder? Wie ich dir schon sagte. Ja, hallo, war ein Spaß, du Lappen, ey. Das gleiche. Dieser Klaxigon, ey. Also, du kannst Nugi, wo bist du eigentlich? Ich bin immer noch bei dem Dings hier, bei den Windrädern. Ich schaffe es aber an den Wallride ran, aber er hat danach zu wenig Speed. Das ist das Problem aktuell. Alter, was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Ich nehme jetzt auch die Noob-Tube, ey, da gehören wir hin. Jetzt gleich First Try, sagst du ja. Alter, ich war nah dran. Hä? Oh, endlich weiß mal ein bisschen. Ich weiß zwar nicht warum, aber. Da oben, ey. Okay, es sieht bei mir auch besser Junge, aus. Das kann ich sagen. Junge, was ist das für eine Scheiß-Limo? Limonade oder Limousine? Muss das schon ausführen? Limousine. Okay. Hey, ich komm nicht mal im Ansatz so weit. Scheiß-Limo, ey. Alter, oh, das war aber richtig, das war richtig, richtig knapp, ey. Ich war auch also, fast drüber. Ey, links ist tausendmal einfacher. Also, das ist vollkommen gleich. Dieser Klacker, jetzt weißt du auch, warum ich die ganze Zeit die linke gemacht habe, als du gekommen bist. Jo. Aber ich versteh's, ich versteh's nicht. Ja, du verstehst nicht oder du verstehst nicht? Sollen wir es übersetzen, nicht. Oder? Ich hab's aber, ey, ich weiß nicht, ob es ohne alte F4-Technik möglich ist. Versuch's nochmal, aber ich versuch's diesmal auf dem Dach zu landen. Oha!
Der hat einfach durchgespielt. Rübergekommen und rübergeballert. Ja. Digga, das heißt, Eiskold, was los, ey? Damit gehört mir auf jeden Fall der erste Sieg, ey. Auf gar keinen Fall, wenn du da alte Viert hast. Hab ich ja nicht, Lappen. Oh, ich komm nochmal durch. Ja, lol, dann hat das. Ja, bin direkt wieder durch, Brudi. Direkt wieder. Props genau. Aber wie? Digga, mach einfach den Pommes, ja? Pommes-Schranke. Digga, easy weasy, was los? Ich stell mich jetzt auch dahin, damit ich euch aufhalten kann. So, solltet ihr einmal durchkommen. Also einfach oben aufstellen, Bruder. Die ganze Zeit zu bleiben, ne? Scheiß drauf, wenn ihr Angst habt, gegen die Decke zu ballern. Scheiß drauf. Hä, aber wenn du gegen die Decke ballerst? Na, passiert nicht. Ah, fast. Im Kaufhaus. Ich hätte gerne einen Badeanzug, der meine Figur ein wenig kaschiert. Verkäuferin, kein Problem. Schlafsäcke finden Sie im dritten Stock. Das ist... Hä? Den fandet ihr lustig? Was ist denn los mit euch, ey? Alter, Marvin, bitte. Was ist los mit dir? Ey, das sind Witze, die ich hier vorlese. Ja. Warum tust du das? Ja, weil niemand hier kommt. Ich komme doch. Ja. Ich bin schon auf dem Weg. Ey, ich verstehe nicht, wie es gehen soll, Alter. Was habt ihr jetzt genommen? Pro oder Noob? Noob, egal. Ist auch einfacher. Zwei Freunde unterhalten sich. Sag mal, wie ist deine Frau eigentlich so im Bett? Ach, weiß nicht so recht. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Wow. Ich hab grad gar nicht zugehört. Ich war gerade hier im Fokus. Was war das nochmal? Scheiß Bro, ey. Ey, sag mal, sollte die Noob-Tröre nicht nur für mich sein? Und ihr solltet nach rechts gehen? Naja, du bist ja der Pro. Du gewinnst doch jede Runde. Okay, dann geh ich aber mal auf die rechte Seite. Du musst eigentlich der Pro sein, oder nicht? Ja, ich geh mal auf die rechte Seite. Aha. Was muss er da drin machen? Ich hab gerade gesehen, dass hier in der Tube sogar noch unsichtbare Windräder drin sind, ne? Was muss man da denn machen? In der Tube? Ja, nach hinten gehen. Dich aufrecht hin ausrichten. Nur die Kerze machen, Leute, nur die Kerze. Hier, warum reisen siamesische Zwillinge gerne nach England? Damit auch der andere mal fahren darf. Retort, oder? Ja. Alter, Ares ist da und? Boah, ey, Abmarsch hier. Ares ist durch, ich fahre ein Ziel. Ares kann jetzt der neue Blocker sein, wobei er es auch so geschafft hat. Warum ist denn die andere Seite jetzt hier? Alter! Das verstehe ich nicht, I don't understand. Weil die Speeds anders eingestellt sind. Obwohl, nee, kannst du gar nicht bei den Tube-Dingern, oder? Ich schaue jetzt Deko zu, wie er das macht, damit ich ihm so krasse Tipps geben kann, weißt du? Aber die Witze waren alle top, oder? Total geil. Waren gut, also wie gesagt. Die waren alle voll geil, ja. Der eine hat mich wirklich abgeholt. Ja, sehr schön. Digga, ist unfassbar, ne? Ich hab die ganze Zeit auch nichts anderes gemacht, ne? Probier mal die Noob-Seite. Hat Noob schon einen Versuch gemacht? Ja, ich bin schon die ganze Zeit bei Pro reingefahren. Jetzt schaue ich mir den ersten Versuch an. Schau mal jetzt bei eurer Seite hier. Mehr Num 5, ja, so. Mehr, du musst mutiger sein. Deko. Wie nicht? Deko. Ey, du bist so ein Schako. Ja, ihr Ficker, Alter. Wieso ihr Ficker? Alter. Ja, jetzt brauch ich nicht mehr warten, der Timer läuft. Ficker, ihr seid solche. Nazi, Deko ist ein richtiger Mieser. So, nicht so krass. Oh. Aber so weniger. Nuki, das war Deko, Mann. Das sah gar nicht so schlecht aus, Nugi. Ja. Ich glaube, noch 3-4 Tries, um das zu schaffen. Nee, 3-4 Tries, der wird sich nicht schaffen. Muchachos! Daumen nach oben ballern. Wie fandet ihr meine Witze? Waren sie wieder so minus 10 oder eher minus 5? Ja, das gerne in die Kommentare ballern. Schaut auf jeden Fall bei Ares vorbei, aber und bei Nugi natürlich auch. Wir drehen jetzt auch nochmal schnell am Rad und holen uns erstmal den Hauptgipfel. Digga, also ein Auto wäre mal wieder ganz nett, oder? Also gerade das Auto. Okay, ich bin meilenweit dran vorbei. Aber neue Kleidung? Ja, neue Kleidung kriege ich. Nice. Was ist es? Gefälschtes Santo Capra T-Shirt, Digga. Geil, zieh ich beim nächsten Mal an. Zieh mal jetzt an, weil ich muss auch noch drehen. Ich muss auch noch drehen. Geil. Ich gehe gerade erst ins Casino rein. Okay. Zieh jetzt schon an, kannst du schon mal präsentieren. Hallo. So, da bin ich auch im Casino angelangt. Ah, eine nice Karre. Also... Ich würde Ares ja das Schlechteste wünschen, aber ich glaube, schlechter als eine Panzerungsauffüllung geht nicht. Doch, RP. Ich finde eigentlich, RP sind besser als eine Panzerungsauffüllung. RP brauchen wir nicht mehr bei unseren Leveln. Ab 120 Leute, kriegst du nichts mehr dazu. So, Spannung steigt, das Rad, Trommelwirbel, es dreht. Trommelwirbel, gefälschtes Santo Capra, die Shit ist eiskalt.
Der Ziegenmann, Digga. Ist nicht wahr. Alter Schwede, Mann. Ice cold, der Ziegenmann. Ey, Deko. Das gibt's nur zu gewinnen, ey. Deko, du bist ein Pechbringer, ne? 2500 RP bekommen. Danke dafür, ey. Nice. So eine Scheiße. Santo Krapa. Santo Krapa, was heißt das? Geheiligte Scheiße oder so? Heilige Scheiße? Santo Krapa. Hast du das, ein T-Shirt oder ein Pullover? T-Shirt. Santo Krapa in eure Augen. Ich hoffe, euch geht's gut. Nächste Folge natürlich auch wieder abchecken. Dankeschön für euren legendären Support. Bis dann, reingehauen. Ciao, ciao. Bye, bye. Wo bekomme ich das T-Shirt? Sag's mir.